Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play. Elex 2, ja, hier ist Toyult. Yep, genau, ja. Ja, ich weiß, ihr müsst noch 3 Tage schlafen, ne? Dann wird er. Ne, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Ne, müssen wir nicht. Ah, ne, müssen wir nicht. Müssen nur Bescheid sagen. Schlafen können wir aber sowieso einmal, weil. Ne, ist er hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah ne, der war da hinten. Ne, hab ich ja nämlich. Genau, haben wir hier nämlich einen neuen wunderschönen Quest. Ja, Audio Logs und keine Quests. Sicher des Landes, aha. Ah ja, da müssen wir aber erstmal zu Rattan kommen. Bevor wir ihm helfen können. Wenn man schreit, der immer so lustig, ne? Wenn man das zu spät anmacht. Deswegen warte ich immer ein bisschen und hoffe, dass er ein bisschen brüllt. Aber tut er diesmal leider nicht getan. Manu, Manu. Ah, da fliegen sie wieder. Du sagst mir auf der Stelle, wo sie sind. Keine Ahnung. Willst du mir weismachen? Du wüsstest nicht, wo deine Freunde stecken? Ich habe ein kurzes Nickerchen gemacht und als ich, Ach, halt den Mund! Abmarsch aufs Feld! Jawohl. Lasse, fertig dir die Werkzeuge an. Hat er Probleme gemacht? Er wird in Zukunft wohl auf deinen Namen anschreiben lassen. Typisch. Sonst noch was? Ich musste mich entscheiden, wie viele Werkzeuge er herstellen soll. Dieser Ochse soll einfach seine Arbeit machen. Aber gut, ich kann mir jetzt sowieso nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ich hatte ein paar Unkosten. Ich schlage mich mit Problemen rum und du kommst mir mit Unkosten. Da. Und jetzt hör mir zu. Mir laufen die Arbeiter davon. Während ich versuche, ihre Fehler auszubügeln, läuten sie den Feierabend ein. Du hast sie einfach ziehen lassen? Wo denkst du hin? Ich war für einen Moment abgelenkt. Den hat die Bande genutzt und sich aus dem Staub gemacht. Nicht nett. Gerade jetzt, wo die Setzlinge die meiste Aufmerksamkeit brauchen. Du musst sie zurückholen. Keine Diskussion. Ich kann das nicht übernehmen. Ich muss aufs Feld und dafür sorgen, dass uns die Setzlinge nicht eingehen. Wo könnten deine Arbeiter stecken? Wenn ich das nur wüsste. Weit können sie eigentlich nicht sein. Ich tippe auf das vor. Fressen und saufen. Nach mehr steht ihnen nicht der Sinn. Okay. Ist das jetzt. Ach so. Okay, aber ja, habe ich mir ein bisschen das Vertrauen bei ihr. Das mir das Verhalten hat ein bisschen nicht so gut gefallen. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil wir helfen ja noch ein bisschen, damit das schon wieder gerade gebogen werden. Aber ich wollte natürlich Unkosten zurückerschaltet haben, ne? Also. Ich habe nicht gern Unkosten. Weiß gar nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat. Ich habe keine Ahnung, wie viele Unkosten wir jetzt hatten. Aber gut, wir konnten uns eh nicht entscheiden. Hä? Pff, naja. Besser ich rekrutiere die Kämpfer für die 6. Macht, als dass es ein anderer tut. Ja. Ja, aber du einfach so random einfach irgendwie irgendwas sagen, ne? Geil, finde ich gut, danke. Gut gemacht, Jax. Gut gemacht. Bin ja gespannt, ob sie ein Elex. Ich sag, sie machen ein Elex 3. Ich call das jetzt einfach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube schon, dass sie eins machen. Ich würde wundern, wenn sie kein Elex 3 machen. Ich kann nicht sagen, warum ich das wundern würde, weil sie immer 3 Spiele von irgendwas gibt. Gothic 1 bis 3. Risen 1 bis 3. Ja,
Und es wäre einfach logisch, jetzt mit Elix jetzt auch und auch 3 zu machen. Diese Schreien. Ach, geil. I love it. Scheiße. Ah, da hinten ist das Katzentief. Oh. Dunkles Elex, nice. Ah ja. Oh, Scheiße. Aha. Ah. Nehme ich mal mit, ne? Nice. Achtmal Erz. Shit. Das geht nicht. Echt nicht? Jetzt, als ob er sich da nicht festhält. Ja, natürlich. Nö, ich hab wieder. Nö. Ja. Scheiße. Ah. Ja, jetzt hat's geklappt. Du bist echt mein Scheiße. Nein, Scheiße, als wenn du so 2 mm vom Boden kommst. So. Na, siehst du. Haben wir es ja. Sehr schön. Labortisch können wir eh nicht nutzen. Na, mal gucken, was diese unfähigen Arbeiter hier machen. Dann werden wir sie mal wieder dazu bringen, zu arbeiten, ne? Super. Scheiß Bezahlung, scheiß Arbeit, scheiß Leben. Hm? Das ist ein schönes Fazit. Du siehst es so, ich sehe es. Ich sag dir, bei nächster Gelegenheit schmeiß ich hin. Mhm. Die Alte hat heute wieder eine Laune. Okay. Egal, was du sagst, ich bin anderer Meinung. Das glaube ich einfach nicht. Man muss sich nicht immer rechtfertigen. Nimm's mir nicht krumm, aber ich unterhalte mich gerade mit meiner Flasche. Sei lieber still. Wenn man den Gerüchten glaubt. Ich verstehe nichts von der Arbeit hier, aber helfen will dir auch keiner. Hast du schon von diesem Typen? Da ist er selbst dran schuld. Na, auch in der Gegend. Hast Durst bekommen, was?
Ah, er ist hier der Chef. Solltest du dich nicht um die Setzlinge kümmern? Das kann warten. Thorhild sieht das anders. Dann soll uns die Alte anständig bezahlen. Glaub mal nicht, dass wir uns absichtlich drücken. Wir wissen, dass von den Setzlingen viel abhängt. Reißen uns regelrecht den Arsch für sie auf. Aber deswegen nur eine Handvoll Kröten kriegen? Ich bitte dich. Die Splitter sind das Problem? Wenn es denn mal welche geben würde. Machen wir was falsch, kürzt uns das Weib den Lohn. Warum klärt ihr das nicht mit ihr? Sie hört doch gar nicht zu. Sieht nur das beschissene Grünzeug. Hat an allem etwas auszusetzen. Die Setzlingsaufzucht ist nicht einfach. Für sie vielleicht. Ja. Aber sie hat die Feldarbeit auch gelernt. Und wir? Guck dir unseren Haufen doch an. Die meisten stammen aus der Gosse. Da bringt uns ihre Klugscheißerei auch nicht weiter. Ein paar Splitter sind das Mindeste, was sie tun kann. Entscheidet Thorhild alleine, wie viele Splitter euch zustehen? Denk schon. Aber die ist so geizig, die wechselt sicher nicht mal ihre Unterwäsche. Ja. Kannst du nicht mal mit der Alten sprechen? Wenn du sie überreden kannst, dass mehr Splitter in unserer Lohntüte landen, machen wir uns gleich wieder an die Arbeit. Ehrenwort! Ich traue mich gar nicht, darüber zu reden. Wow, da, es geht euch ja nur darum, dass die Bezahlung zu gering ist. Okay, dann werde ich die Bezahlung dann werden wir uns dann mal kümmern, dass sie ein bisschen höher ausfällt. Naja gut, ich kann auch verstehen, ne? Wenn man natürlich angemeckert wird die ganze Zeit und die Bezahlung scheiße ist, dann regt man sich auf. Und? Hast du die Setzer gefunden? Ja, Butch hat mir gesagt, sie wollen mehr Splitter. Undankbares Pack! Zählt meine Ausbildung denn gar nichts? Von der halten sie auch nicht viel. Und dann mehr Splitter wollen? Na, warte. Ein bisschen Elixit wirst du doch noch entbehren können. Dir dürfte nicht entgangen sein, dass viele Setzlinge viele Setzer bedeuten. Da wird aus deinem ein bisschen schnell ein ganzer Haufen. Fenris lässt mir aber nicht mehr finanzielle Mittel zukommen. Also muss ich mit dem haushalten, was ich habe. Du siehst, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Oder hast du eine Lösung parat? Ich rede mit Fenris über die Bezahlung der Setzer. Ich wette, er wird nicht einen Splitter rausrücken. Das wird sich zeigen. Ja, können wir noch rumlaufen? Beat him up. Oh, Scheiße. Okay. Warte. Mal hier oder genau. Da hinten.
Da hinten, Leute. Genau, sehr schön. So, dann gucken, ob wir. Ich weiß gar nicht, ob wir bei dem geht das. Ich weiß gar nicht. Wir haben Dialog, glaube ich, nie wirklich weitergemacht. Oh, Fenris. Thorhild sagt, du kümmerst dich um die Verteilung der Splitter. Ja, und das ist keine schöne Angelegenheit, das kannst du mir glauben. Jeder verlangt mehr oder fühlt sich benachteiligt. Die Setzer zum Beispiel. Daher dein Besuch. Ich kann Thorhild nicht mehr Splitter zuteilen. Ich müsste von den anderen Erzberserkern etwas einbehalten. Und Scrappy ist eh schon unterbezahlt. Sprich mit Tilas. Wenn er auf einen Teil der Splitter verzichtet, lässt sich vielleicht was machen. Och Leute. Ist hier eine Schnitzeljagd oder was? Rede mit dem. Hey, wenn du mit das und an dem hier, und an dem hier. Ach Leute, 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 Leute. Und der kommt jetzt an, hey, also wenn du mir bei meinem Problem hilfst, dann kann ich darauf verzichten. Ja? Du willst doch bestimmt ein Heilelixier oder eine Salbe. Obwohl, bei deinem Zinken. Ich werde dir zwei Salben mitgeben. Wo habe ich sie denn abgelegt? Die letzte Salbe war... Nein, Moment. Warte mal einen Augenblick. Bin gleich wieder da. Naru? Ja, bedien mich mal, ne? Was denn? Ich bin beschäftigt. Du wolltest mir irgendeine Salbe... Ich? Dir? Eine Unverschämtheit ist das, mir sowas zu unterstellen. Salben muss ich erst wieder zubereiten. Was willst du eigentlich? Arbeit kann ich dir keine geben. Für Kleinigkeiten steht mir ein Gehilfe zur Seite. Und ausbilden kann ich dich nicht. Dieses Anrecht erhält nur mein Lehrling. Ich sehe keinen Lehrling. Natürlich nicht. Der letzte ist an seiner eigenen Unfähigkeit zugrunde gegangen. Bedeutet das, der Posten ist frei? Mitnichten. Du stellst also niemanden ein. Wer behauptet denn sowas? Hast du einen Lehrling, ja oder nein? Paradoxerweise trifft beides zu. Aber nun entschuldige mich. Wir hatten ja alles geklärt, nehme ich an. Er kann es nicht lassen. Ist der irgendwie doof? Was ist jetzt schon wieder? Ja. Würdest du für die Sätze auf einen Teil deiner Splitter verzichten? Hör mal her, du Lümmel. Nun werd mal nicht dreist. Es ist dringend. Thorhild laufen die Arbeitskräfte davon. So? Na dann wende dich an meinen Gehilfen. Wenn hier einer verzichten soll, dann dieser Bengel Reik. Ich nicht. Och Leute. Ich bin es langsam leid, von euch herumgeschickt zu werden. Aha, ich bin also nicht der Erste, den du fragst. Kleiner macht die Taschen auf, aber mit mir kann man es machen. Wie? Ich arbeite für zwei, gönne mir selten eine Pause. Und jetzt das. Auch meine Geduld kennt Grenzen. Daher sehe ich mich gezwungen, von der Sonderregel A38 Gebrauch zu machen.
Der Bestand eines Alchemisten darf nicht zweckentfremdet werden. Mein Elixit zählt selbstverständlich dazu. Und jetzt? Habe ich doch schon gesagt. Wende dich an meinen Gehilfen. Ich hielt es für eine gute Idee, ihn mit Splittern zu motivieren. Das Gegenteil ist eingetreten. Was ihm gestrichen wird, kann bekommen, wer will. Das wird Reik nicht gefallen. Exakt. Deswegen wirst du ihn auch überzeugen, dass er seine Splitter hergibt. Wenn ich über seinen Kopf entscheide, tut der faule Hund keinen Handschlag mehr. Also ab mit dir in die Taverne. Dort hat er sich unter Garantie verkrochen. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest... Okay. Lass uns noch einmal über den Posten als Lehrling reden. Deine Penetranz ist ja kaum zu ertragen. Ich muss wohl deutlicher werden. Erstens, ein neuer Lehrling ist bereits auf dem Weg hierher. Zweitens, er hätte längst eintreffen sollen. Und drittens, du kannst mir dabei helfen, dass dieser Umstand geändert wird. Was habe ich davon, dir zu helfen? Ist dir klar, dass jeder von unseren Tränken profitiert? Für Egoismus und Kleingeisterei ist bei mir kein Platz. Hilf der Allgemeinheit, dann hilfst du dir selbst. Wow. Gib mir den Posten und dein Problem hat sich erledigt. Und deine Referenzen? In der Alchemie sind eine ruhige Hand und Sachverstand unumgänglich. Du bist ein Mann fürs Grobe, das ist offensichtlich. Solltest du jedoch das berechtigte Interesse hegen, mir den nötigen Beistand zukommen zu lassen, heiße ich dich willkommen. Ein wenig deutlicher musst du schon werden. Himmelsakrament, noch eins! Ich vermisse meinen Lehrling. Spür ihn auf! Ich helfe dir, deinen Lehrling zu suchen. Einen derartigen Elan habe ich erwartet. Sieh dich im Westen von Tavar um. Da er aus Goliath aufgebrochen ist, müsste er dort irgendwo zu finden sein. Konkreter kann ich nicht werden, bin schließlich kein Hellseher. Wie sieht dein Lehrling denn aus? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht einmal, ob es sich zwingend um einen Mann handelt. Wie alt? Nach dem Alter habe ich mich nicht erkundigt. Kleidung? Heutzutage zieht sich doch jeder an, wie er will. Das sind Details sekundärer Natur. Kannst du mir überhaupt etwas sagen, das bei der Suche hilft? Nun werd mal nicht unverschämt. Ich habe doch gesagt, du sollst dich im Westen nach ihm umsehen. Und jetzt muss ich wirklich zurück an die Arbeit. Okay. Gut, Leute, da würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter und dann gehe ich zu hier zu Raik. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und rein. Bis nächsten Mal, Pirates Visions. Ciao, bis dann.